Das wäre beim Lesen die erste Aufgabe. Da sage ich nur ganz kurz, es gibt ein paar neue Aufgabenstellungen und zwar, nein, das, doch, jetzt sieht man es genau. Es geht um richtig-falsch. Ja? Und die Texte sind natürlich sind kürzer als die alten. Und es hat natürlich viel mit den neuen Medien zu tun, Blog, Mail, Forum und so weiter. Okay, Aufgabe 2. Ach so, das ist jetzt hier schon richtig und falsch, das brauchen wir nicht, das dauert zu lange. Okay, hier ist wieder ein relativ kurzer Text und dann die bekannte Aufgabenstellung mit Multiple Choice A, B, C. Und dazu gibt es, ja, das ist auch klar. Moment, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht war das zu schnell. Sagt mir bitte, ob es zu schnell ist für euch. Denn ich würde das Ganze gerne auch interaktiv machen, nämlich mit euren Fragen oder Bemerkungen dazu. Hier haben wir nämlich zwei solche Texte. Das wundert mich jetzt nämlich, oder? Für dich okay, danke schön. Okay, gut. Das ist ganz wichtig, bitte, dass ihr mir Rückmeldung gebt. Denn ich möchte nicht, dass ihr mir während des Vortrags einschlaft oder euch langweilt. Gut. Ja, also es gibt zwei solche Texte, kürzere mit A, B, C. Und die Aufgabe 3 ist dann allbekannt. Sind die Anzeigen. Das ist genauso wie früher. Da brauchen wir gar nichts dazu sagen. Okay. Die Aufgabe 4 ist wieder neu. Hier geht es darum, hier oben steht, ich hoffe, ihr könnt das lesen. Wählen Sie, ist die Person für ein Verbot, denn es geht um das Thema Verbot von Videospielen, ist die Person für ein Verbot oder gegen ein Verbot? Das heißt, man soll Meinungen erkennen können und Stellungnahmen. Ja, und dann wird hier mit Ja und Nein, Stefan Ja und Nein, Dagmar Ja und Nein geantwortet. Okay. Lasst euch kurz Zeit, das kurz zu lesen. Gut, das sind jetzt wieder die Antworten. Das mache ich gleich weg. Gut. Hier geht es, das ist auch ganz neu. Ich gehe nochmal zurück, dass man den Text besser sehen kann. Sie informieren sich über die Hausordnung des Dresdner Berufsbildungszentrums, in dem Sie einen Kurs gebucht haben. Und hier geht es immer um eine Hausordnung, ob die Schüler, die Kandidaten, die verstehen oder nicht. Also das ist eigentlich sehr alltagsgerecht, würde ich sagen. Es gibt ja auch eine Version, die neue ZB1 für Jugendliche. Und da hat es auch oft zu tun mit Hausordnung für ein Jugendheim, für Schülerreisen, Sprachreisen. Und ich denke, dass das eigentlich ganz gut ist. Oder ganz praxisnah ist. Okay. Oder Bedienung eines Gerätes natürlich. Also das, was man wirklich im Alltag braucht. Ja, und dann müssen natürlich alle Antworten auf den Antwortbogen übertragen werden. Das ist auch klar und logisch. Und dann sage ich jetzt nur für die Prüfer oder für die Lehrer unter euch, es gibt 30 Items im Leseverstehen und dann wird hier eben zusammengerechnet, wie viele von 30 hat er und dann gibt es eine Tabelle dazu, da wird das dann auf 100 umgerechnet, ja, wo man dann sieht, 60% bestanden oder nicht. Also man braucht dann hier mindestens 60 Punkte, wenn er zum Beispiel 17 hat, dann käme er hier auf 57 und 17 ist ja nicht die Hälfte von 30. 60%, also er bräuchte 18. Ich kann das jetzt hier schlecht erkennen, aber 18 müsste genau 60 sein. Okay, dann beim Hörverstehen 4 Aufgaben diesmal. Die Aufgabe 1. Das ist auch etwas Neues, denn es gibt verschiedene kurze Texte und zu jedem Text 2 Aufgaben. Einmal richtig-falsch und einmal ABC.
Ja, das ist wieder mit öffentlichen Durchsagen. Vom Inhalt her ist das natürlich ähnlich wie die ZTE. Hier geht es wirklich nur um die Form der Items. Okay, Aufgabe 2 ist bekannt mit ABC. Moment, Ingeborg, können diese Texte. Ah ja, genau, das ist gut. Das muss ich jetzt selber nochmal nachschauen. Gut, dass du das sagst. Das ist unterschiedlich. Aufgabe 1 wird, ich gehe nochmal zurück, zweimal gehört. Ich habe das hier nochmal schriftlich neben mir liegen. Aufgabe 2 einmal, das wäre diese hier. Aufgabe 3 einmal. Moment, muss ich jetzt finden, hier. Das ist wieder richtig falsch. Die wird nur einmal gehört und Aufgabe 4 zweimal. Ja, und bei Aufgabe 4, die ist auch ganz neu, aber für diejenigen, die früher von Goethe die alte ZMP noch kennen, da gab es in Teil 2 auch so eine Aufgabe. Und zwar geht es um eine Diskussion und man muss erkennen, welcher der Diskussionsteilnehmer was sagt. Und dazu gehört auch der Moderator. Ja? Das hat es früher schon gegeben. Und hier, also ich fand diese Aufgabe relativ einfach, solange allerdings klar erkennbar ist, dass die Stimmen sich klar unterscheiden. Okay, wer sagt was? Genau im alten ZMP. Genau, das ist genau das Steller in der alten ZMP. Dankeschön. Gut, also hier gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es sind eben jetzt vier Aufgaben und in unterschiedlicher Form. Zwei davon werden einmal gehört und zwei davon werden zweimal gehört. Und dadurch dauert das Ganze natürlich jetzt 40 Minuten und nicht mehr 30 Minuten. Das heißt, von den Schülern ist natürlich mehr Konzentration gefordert. Gut, dann ist wieder dasselbe mit dem Antwortbogen wie beim Leseverstehen. Und dann können wir gleich zum, gut, das sind die Messpunkte, das ist nicht weiter wichtig, denke ich. Ja, ich denke, im Modul Schreiben hat es viele Veränderungen gegeben, die uns aber nicht erschrecken sollten. Also der Uli Bloggers hat mir gestern oder vorgestern gesagt, dass er mit der Prüfung in Thessaloniki, er war Prüfer dort, sehr zufrieden war und dass die Kandidaten die Prüfung sogar für relativ leicht empfanden. Genau. Er konnte leider heute nicht dabei sein. Ich hatte ihn eingeladen, dass er ein bisschen aus der Praxis erzählt, aber leider hat er es nicht geschafft. Ja, genau, schöne Grüße, ja. Okay, ihr seht, Aufgabe 1 ist ein E-Mail, Aufgabe 2 eine Stellungnahme zum Gästebuch oder Forum und Aufgabe 3 ein E-Mail. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen detaillierter an. Aufgabe 1. Arbeitszeit 20 Minuten. Sie haben vor einer Woche Ihren Geburtstag gefeiert. Ein Freund, eine Freundin von Ihnen konnte nicht zu Ihrer Feier kommen, weil er oder sie krank war. Beschreiben Sie, wie war die Feier? Begründen Sie, welches Geschenk finden Sie besonders toll und warum? Machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen. Schreiben Sie eine Mail, ca. 80 Wörter. Schreiben Sie etwas zu allen drei Punkten und achten Sie auf den Textaufbau, Anrede, Einleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte, Schluss. Und hier möchte ich dazu sagen, es ist ganz wichtig, die Texterfüllung wird bewertet, ob die Aufgabe erfüllt ist, ob der Kandidat beschrieben hat, begründet hat und einen Vorschlag gemacht hat. Also hier ist es ganz wichtig, dass man sich an die Redemittel für Beschreibung, Begründung und Vorschlagen hält. Und dann noch ganz wichtig, dass man
Moment, was wollte ich jetzt sagen? Ja, 80 Wörter. Und die Kohärenz, das ist noch wichtig, dass, ich schaue mal, ob es weitergeht, dass der Text, Moment, gut verbunden ist. Nein, das ist schon die Aufgabe 2, aber darauf komme ich nachher nochmal zurück, auf die Kriterien auf die Bewertungskriterien im Einzelnen. Stelle ich jetzt erstmal die Aufgaben vor. Die Aufgabe 2, da ist die Arbeitszeit jetzt 25 Minuten. Sie haben im Fernsehen eine Diskussionssendung zum Thema persönliche Kontakte und Internet gesehen. Im Online-Gästebuch der Sendung finden Sie folgende Meinung. Und zu dieser Meinung soll der Kandidat jetzt Stellung nehmen. Schreiben Sie nun Ihre Meinung, circa 80 Wörter. Und hier zum Beispiel muss er nicht Bezug nehmen auf das, was Tanja hier geschrieben hat. Ja, das wird nicht als Fehler gerechnet, wenn da kein Bezug da ist, aber es muss klar und deutlich die eigene Meinung formuliert werden. Und hier ist natürlich hilfreich Redemittel und Wortschatz, wie meiner Meinung nach, meiner Ansicht nach, einerseits, andererseits. Also das sollte wirklich von früh an geübt werden. Okay. Gut, und die Aufgabe 3, da ist die Arbeitszeit 15 Minuten. Ihre Kursleiterin Frau Müller hat Sie zu einem Gespräch über Ihre persönlichen Lernziele eingeladen. Zu dem Termin können Sie aber nicht kommen. Schreiben Sie an Frau Müller, entschuldigen Sie sich höflich, dieses höflich bitte beachten, und berichten Sie, warum Sie nicht kommen können. Dorothea, du fragst, verliert man in der A1 in der Aufgabe Punkte, wenn man viele grammatische Fehler macht, oder bekommt man sie nur deswegen, weil man alle Punkte geschrieben hat? Darauf komme ich sofort nochmal zurück auf die Bewertungskriterien im Detail. Sofort. Hier bei diesem Mail ist wieder wichtig die Anrede und die Grußformel am Schluss, denn es hat sich leider gezeigt, mit den neuen Medien, auch bei den Mails, dass viele Leute gar nicht keine Anrede mehr benutzen und keinen Gruß. Und das wird von vielen Firmen und auch Privatpersonen negativ ausgelegt. Und das ist wichtig, dass die Schüler das von Anfang an lernen, dass das immer noch dazugehört. Aber natürlich alles viel kürzer, 40 Wörter und nur das Wichtigste.